Hallo liebe Jungfrauen, willkommen bei Chat Noir Tarot. Ich möchte heute Karten legen für euer Sternzeichen. Es geht um den Zeitraum 15. bis 31. März 23. Da schaue ich mir gerne an, was so euch in diesem Zeitraum erwarten könnte. War das jetzt grammatikalisch richtig? Ich glaube nicht. So, ich schaue jetzt mal allgemein, was ist hier so das Thema in den 2 Wochen. Was ist die Herausforderung, die Überraschung hier für euch? Das ist eine allgemeine Legung, ja? Entscheidet bitte selbst, ob ihr hier mit dieser Legung resoniert. So, 7 der Kelche, 4 der Kelche und der Eremit. Ja, zuerst mal hier der Eremit, der hier mit seiner Laterne leuchtet. Das bist du, liebe Jungfrau. Du guckst dir hier eine bestimmte Situation genauer an. Du analysierst, ja, tiefgründig, wie du halt so bist. Logisch denkend. Du beobachtest hier eine bestimmte Person oder eine bestimmte Situation. Bei 4 der Kelche geht es um Ablehnungsverhalten, jemand zieht sich zurück, macht dicht, will niemanden mehr an sich heranlassen, reagiert vielleicht auch launisch, uninteressiert. Und hier haben wir 7 der Kelche. Das kann so eine große Auswahl an Möglichkeiten sein, wo man nicht in der Lage ist zu wählen, kann aber auch grundsätzlich darauf hindeuten, dass hier undurchschaubar ist, ja, was der andere möchte, was man selber möchte. Vielleicht bietet einer immer was an und der andere lehnt immer ab. Und dann weiß man nicht, warum ist das so. Ja, ich lade jetzt meine Freundin 10-mal zum Kaffee ein und 10-mal sagt sie mir ab. Sie lehnt mich ab. Warum? Warum möchte sie nicht zum Kaffee kommen? Vorher ist sie doch die ganzen 10 Jahre auch mal zum Kaffee gerne gekommen. Und auf einmal will sie das nicht. Ja? Als Beispiel. Hier könnte es auch um neue Chancen gehen, um Chancen, die verpasst werden könnten durch ein bestimmtes Verhalten, durch eine Verweigerungshaltung oder weil man zu viele Möglichkeiten hat und dann im letzten Moment sich doch für das Falsche entscheidet. Es ist mir noch zu allgemein. Ich schiebe das hier nach oben und zieh erstmal mit dem anderen Deck weitere Karten. Ich lege jetzt mal direkt auf dich, liebe Jungfrau. Und ja, schau mal, wie du dich so fühlst die letzten 2 Wochen im März. Wie zeigst du dich nach außen? Was ist hier so dein Fokus? Da, 7 der Kelche. Durcheinander. Der Stäbe. Ass der Kelche. Und der Tod. Hier mit diesen 7 Kelchen. Du hast dich lange Zeit auf Menschen fokussiert, mit Sachen beschäftigt, dich für Sachen interessiert, neue Leute kennengelernt, dich mit Sachen beschäftigt, die dir überhaupt gar nichts gebracht haben. Ja? Du hast hier überall dein Glück gesehen, in diesen ganzen Kelchen. Aber in keinem einzigen Kelch war wirklich das, was dein Herz zum Schmelzen bringt, was dich zum Strahlen bringt. Du hast es gehofft, aber es ist leider nicht passiert. Ganz im Gegenteil, es hat dich alles nur erschöpft. Kann hier auch für Berufliches stehen, dass du lange Zeit dich beruflich
Ja, mit verschiedenen Tätigkeiten auseinandergesetzt hast, vieles ausprobiert hast, was aber nichts so richtig zu dir gepasst hat. Zu deinen Fähigkeiten, zu deinen Talenten, zu deinen, ja, Ressourcen. Wenn es um die Liebe geht, sehe ich ja auch eine Phase, wo man nicht genau wusste, wen man möchte, wer zu einem passt. Liebe ich ihn, liebt er mich? Falsche Kandidaten, wo man sich schnell verliebt hat und dabei war es hinterher doch nur Schall und Rauch. Ja, also irgendwas hast du hier hinter dir, eine Episode der Verwirrung, liebe Jungfrau. Und das hat dich hier ziemlich ans Limit gebracht. Das hat dich hier sehr erschöpft und ja, manchmal neigt man dann auch in so einer Situation zu sagen, dazu zu sagen, ich will jetzt gar nichts mehr. Ich habe jetzt so oft auf das falsche Pferd gesetzt, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt habe ich keine Kraft mehr. Und jetzt plötzlich kommt hier aber mit diesem Ass der Kelche nochmals eine Chance, eine ganz neue. Und die könnte vielleicht doch die richtige sein, weil die hier nun auch eine Veränderung mit sich bringt. Diese Chance bringt dich hier raus aus einer Dauerschleife der Stagnation, der Enttäuschung und wird hier eine große Veränderung einleiten. So, ich schaue jetzt mal auf das Gegenüber, was da für Energien kommen. Ja, das Gegenüber könnte hier im Partnerschaftlichen sein, im Beruflichen, je nachdem. Kann auch die Familie betreffen, irgendein Thema. Wenn du dich hier wiederfindest, dann weißt du ja, welches Thema gemeint ist. Zwei der Münzen, die Liebenden. Und der König der Stäbe. Ja, also sehr faszinierend, wirklich interessant hier die Legung bei euch. Auch viele große Arkanas hier, wo wirklich ersichtlich ist, dass das hier von oben gesteuert wird. Hier das Gericht. Da wird dir das so dermaßen klar, dass das, was du bisher interessant fandest, die Menschen, die du da gedatet hast, also dass das wirklich gar nichts für dich war, weil jetzt wirst du darauf aufmerksam gemacht, was tatsächlich der goldene Kelch für dich ist. Jetzt wird es dir klar. Hier mit diesen zwei Münzen und mit dem Gericht ist auch angezeigt eine zweite Chance, dass jemand zurückkommt. Wird hier nicht für alle sein, aber für einige kommt hier jemand zurück. Da wird eine Option von früher wieder aufgegriffen. Hier haben wir die Unendlichkeitsschleife, ja? Eine Liebe, eine Beziehung, etwas, was für die Ewigkeit gedacht war. Ja? Lange Zeit in der Ferne, jetzt kommt es zurück. Dann haben wir hier einen König der Stäbe mit den Liebenden, die Entscheidung in eure Richtung. Jemand entscheidet sich für euch. Und ihr verändert euch. Ihr läuft dahin, ja? Ihr läuft hier in diese Richtung. Ihr seid dafür offen. Ich kläre das hier mal mit dem anderen Deck. Ich hatte sowas auch, glaube ich, im Februar in der Monatslegung. Ich bin mir nicht sicher. Ja, na, manchmal, es ist ja eine kollektive Legung, braucht es auch mehrere Anläufe, bis die Energie wirklich durchkommt. Ja, bei den einen früher, bei den anderen später. So, was haben wir hier? Fünf der Stäbe. Ja.
Liebe Jungfrau, da, wo du dich da mit beschäftigt hattest, diese Leute, diese Möglichkeiten, das war nichts. Das war viel zu chaotisch und da gab es immer wieder Missverständnisse. Das war nicht so geordnet, wie du es gerne hättest. Also vieles hat da nicht so gestimmt. Das hat dich ja nur durcheinander gebracht. Ja, hier mit dem Eremiten. Das siehst du jetzt auch ein. Das war ja alles nur stressig. Nee, willst du nicht mehr. Ja, zwei der Münzen unter diesem Ast der Kelche. Entschuldigung. So, hier der Page der Münzen. Die Welt. Die Liebenden. Wow, habt ihr Karten hier? Und das ist nur eine Zwei-Wochen-Legung. Ich finde das herausragend. Also die interessanteste Legung hier bis jetzt bei der Jungfrau. Sehr schön. Sechs der Stäbe. Und 10 der Kelche. Toll. Ja, jetzt kommt, wie gesagt, mit dem Ass der Kelche plötzlich dieses Angebot, dieses, was es wirklich auf den Punkt trifft, was euch mitten ins Herz erwischt. Ja, und ihr habt lange darauf gewartet. Da wurde lange gehadert. Sehr lange. Ja, und dann kommt die Veränderung bei euch. Ihr lasst euch darauf ein, ihr lasst das Ganze hinter euch, das Ganze zurück, was hier so anstrengend und unpassend für euch war, das ist vergessen, ad acta. Und hier mit dem Page der Münzen bereit für was Neues. Auch der Page der Münzen zeigt hier in die Richtung von dem Ass der Kelche. Der möchte da rein investieren. Du möchtest da rein investieren in dieses Angebot, in diese Möglichkeit. Wie gesagt, für die einen privat, für die anderen beruflich kommt hier irgendwas ganz Spezielles. Und ihr werdet spüren, das ist das, was ihr immer haben wolltet. Ja. Das Gericht sagt, es ist Zeit. Ja, lasst das Alte los. Hier könnte auch wirklich für viele etwas zurückkommen, was schon abgeschlossen schien. Ihr hattet so ähnliche Tendenzen im Februar, glaube ich, oder im Januar war das. Ja, die Vergangenheit ist vorüber. Jetzt startet was ganz Neues. Vielleicht auch was Altes, Neues. Was Neues, Altes, meine ich. Wow. Ja. Entscheidung ist für euch gefallen hier. Nach langer Zeit. Die Liebenden. Die Liebenden, sechs der Stäbe. Jemand möchte euch erobern kommen. Es ist hier dieser König der Stäbe und möchte hier das perfekte Glück mit euch zusammen haben. Sei es beruflich, sei es privat. Jemand sieht hier seine 10 Kelche mit euch. Es ist hier starke Feuerkraft, könnte Widder, Schütze, Löwe-Energie darstellen. Also muss jetzt nicht das Sternzeichen sein, aber ein feuriger Typ. Und der König der Löwe, König der Löwen, der König der Stäbe weiß, was er sie möchte. Und das holt sich dieser Mensch. Ja. Eroberung. Auf Eroberungszug. Wow. Sehr schön. Ich lege jetzt nochmal zwei letzte Hinweiskarten für euch. Aber ich glaube, ihr hattet ja auch. Moment, in der Märzlegung war doch irgendwas mit Sieger, ne? Siegerpodest oder sowas habe ich das Video genannt. Er bestätigt sich hier wieder. Also, liebe Jungfrauen, die Gewinner des Monats. Sehr schön. Königin der Münzen. Und
Sechs der Münzen. Ja, sehr schön. Sechs der Münzen, Königin der Münzen, das ist hier die kleine Gerechtigkeit. Ja, der Mann hält auch eine Waage in der Hand. Das heißt, Balance wird wiederhergestellt, Gerechtigkeit wird hergestellt. Euch wird Gerechtigkeit zuteil, auch karmisch. Geht's hier um einen Ausgleich in eurem Sinne? Definitiv hier mit diesen Münzkarten. Ja, Wohlstand, Sicherheit, feste Strukturen, Stabilität, Fruchtbarkeit, Üppigkeit, Sicherheit, Geborgenheit. Ja, es kommt alles in eurem Sinne, wie es für euch gut ist, und ich denke, es wird euch gefallen. Ja, ich finde es eine sehr schöne Legung und ich hoffe, dass es bei sehr vielen in eine positive Richtung geht. Ich wünsche es euch. Alles Liebe und vielleicht bis bald wieder. Tschüss.